Sascha hier für netbooknews.de auf der IFA 2010. Wie sollte es anders sein? Wir sind gerade auf dem Packard Weltstadt und haben uns gerade gewundert, was das denn für ein lustiger 11.6-Incher ist. PackardBell.hu ist der erste 11.6-Incher von Packard Bell, der mit einem Core i5-Prozessor ausgeliefert wird. Das ist der 520UM. Taktet zwischen 1 GHz und 2,13, meine ich. Und dann kommt noch der Turbo Boost oben drauf, je nachdem, wie ihr es wollt. Hat 4 GB RAM, 320 GB Festplatte und rennt unter Windows 7 Home Premium. Display-Auflösung ist 1366 x 768, wie nicht anders zu erwarten. Eine Webcam ist eingebaut, weiß ich jetzt nicht, die Auflösung 0,3 oder 1,3, gehe ich mal von aus. 6 Zellen Akku, 56 Wattstunden, wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen einmal ganz kurz ums Gerät drumherum. Anschluss fürs LAN-Kabel, Kensington Keylock, zwei USB 2.0 Anschlüsse, die Anschlüsse fürs Headset, Mikrofon, 4-in-1 Card Reader. Dann haben wir hier Status-LEDs vorne und auf der Seite haben wir nochmal USB 2.0 HDMI-Ausgang, Anschluss fürs Netzteil und einen VGA-Ausgang. Kommen wir mal kurz zur Tastatur. Ist die gleiche Tastatur, wie wir zum Beispiel auf dem Aspire 1410 oder auf diesen 1810er Modellen gesehen haben. Ist also diese schicke Tastatur. Ich für meinen Teil, ich weiß nicht, für mich ist sie ein bisschen eng und das Feedback ist ein bisschen komisch. Und wie ihr sehen könnt, es verbiegt sich hier auch leicht. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Fall, obwohl auf meinem Acer Aspire Timeline, das heißt also nicht Timeline, Acer Timeline, bla bla bla, 3810 ist eine ähnliche Tastatur, ein bisschen ausladender und in meinen Augen ein bisschen wertiger. Die fühlt sich für mich erstmal ein bisschen billig an. Bitte nicht böse sein, Packardbell. Kann natürlich auch an dem Messesample hier liegen, dass jetzt hier halt schon 500.000 Leute mal eben ihre Grabschwinger drauf hatten. Das Trackpad kaum zu erkennen, hier irgendwie so eingebaut, dieses tolle Muster. Einzelne Maustasten, da ist das Feedback extrem gut, gefällt mir. Und lass noch einmal kurz den Deckel anschauen, hat auch diese schicke Muster. Ja, so viel eigentlich zu diesem PackardBell.u. Ich habe keine Ahnung, wann er rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie viel er kosten wird. Wir haben ihn gerade einfach entdeckt. Sascha für netbooknews.de. Das ist der PackardBell.u. Und vielen Dank fürs Zusehen.